Es ist April 1809. Seit 3 Jahren hat Bayern Tirol besetzt. Unser geliebtes Heimatland Tirol! Andreas Hofer gibt das Signal zum Aufstand. Unter den Rebellen ist auch ein junger Schapser, Peter Johann Kemenater. Deckung, Deckung, wieder! Achtung! Er organisiert eine Kompanie und an der Ladritscher Brücke nahe Franzensfeste gelingt es ihm, die bayerische Fahne zu stehlen. Ein gutes halbes Jahr später sind die Tiroler besiegt. Andreas Hofer wird getötet. Auch die Ladritscher Brücke ist heute nicht mehr existent. Die bayerische Beutefahne aber blieb in Südtirol. Die Idee hatten, eine Kampffahne von 1809 zurückzugeben. Mir ist die Idee reinkommen, um die Bataille zu inszenieren. Es ist das erste Mal in Südtirol, dass eine solche Sache gemacht wird. Die Bürokratie hat uns am Anfang nicht geholfen und dann sehr geholfen. Einen Dank zu der Questur, die alle Genehmigungen gegeben hat, damit diese Reenactors, wie die Bayern und die Österreicher heißen, und unsere Schützen eine solche Veranstaltung vollenden konnten und mit Erfolg. 204 Jahre später sind Bayern und Tiroler in Freundschaft verbunden und trafen sich am Wochenende an der Franzensfeste. Und während am Samstag der Kampf um die Ladritscher Brücke nachgestellt wurde, wurde am Sonntag die Beutefahne feierlich zurückgegeben. Die Schützenkompanie Peter Kemenater Schaps Eicher übergab die historische Fahne den bayerischen Gebirgsschützen. In Bayern soll sie nun im Oberaudorfer Heimatmuseum ausgestellt werden. Somit kehrt die bayerische Beutefahne nach über 200 Jahren nach Hause zurück.